Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ihr habt wahrscheinlich den Titel gesehen und fragt euch jetzt so, Tag- und Nachtwechsel, das hatten wir doch schon. Und ja, tatsächlich, das hatten wir schon, aber im letzten Tutorial, als ich das gemacht habe, ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn beim RPG Maker MV oder MZ ist es nämlich so, wenn man ein allgemeines Ereignis macht und dann die Map wechselt, startet das allgemeine Ereignis wieder ganz von vorne und resettet sich. Das heißt, wenn man ein oder zwei Minuten wartet, bis die Bildtönung sich ändert, aber kurz davor die Map wechselt, startet das Ereignis wieder von vorne und man muss wieder zwei Minuten warten. Das kann dazu führen, dass wenn man die Map wechselt, niemals Nacht wird, weil es immer wieder von vorne beginnt und man immer wieder drei Minuten warten muss. Das war damals beim RPG Maker 2000 und 2003 nicht der Fall. Da ist das Ereignis die ganze Zeit runtergeradert, egal welche Map man sich gerade befunden hat. Und den Fehler, den möchte ich heute mit euch ein bisschen korrigieren. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, ich habe das letzte Tutorial gemacht, jetzt ist alles falsch in meinem Projekt. Keine Angst, ich habe die ganzen Bildtönungen, die ganzen Daten, die wir damals hatten, habe ich in diesem Projekt übernommen. Somit müsst ihr nur ein bisschen was korrigieren. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Tutorial. Viel Spaß dabei und jetzt kommt das Intro. Als erstes öffnen wir unsere Datenbank, gehen zu den gewöhnlichen Ereignissen und benennen es in Tag und Nacht um. Dann klicken wir in die leere Zeile und wählen 6 Frames warten aus. Nun klicken wir darunter und erstellen eine neue Variable. Wir nennen sie Tag und Nacht. Bei Operator wählen wir hinzufügen und bei Operand eine Konstante von 1. Das heißt, die Variable wird alle 60 Frames, also jede Sekunde, um 1 größer. Jetzt wählen wir die bedingte Abzweigung aus und wählen die Variable von eben. Die Konstante setzen wir auf 60 und wählen das Gleichheitssymbol aus und machen einen Haken in den Else-Fall. In dieser Bedingung klicken wir nun doppelt in die leere Zeile und wählen Bildschirmtönen aus. Hier setze ich grün und blau auf minus 17. Die verschiedenen Bildschirmtonwerte stehen in der Videobeschreibung. Macht noch einen Haken bei Warten bis fertig und klickt auf OK. Nun kopieren wir diese Bedingung und kopieren sie in den Else-Fall. Die erste Bedingung ändern wir jetzt noch. Wir setzen die Variable auf 1 und den Bildton setzen wir bei allen Farben auf 0. Diese Bedingung setzt die Bildschirmhelligkeit, wenn die Variable später wieder zurückgesetzt wird, wieder auf 0. Ihr werdet später noch sehen, was ich damit gemeint habe. Jetzt kopieren wir die Bedingung mit der Variable 60 und fügen sie in den Else-Fall. Nun wird diese Bedingung wieder bearbeitet. Ich setze die Konstante hier auf 120 und klicke auf OK. Hier setze ich den Bildschirmton auf grün und blau auf minus 34. Da wir hier in der Variable immer einen Abstand von 60 haben und 60 Frames warten, dauert es jedes Mal eine Minute, bis es dunkler wird. Ihr könnt auch den Abstand zur nächsten Variable verringern oder vergrößern, je nachdem wie lange ihr diesen Bildton beibehalten wollt. Jetzt kopieren wir diese bedingte Abzweigung noch einmal und fügen sie in den Else-Fall ein. Hier geben wir einen Wert von 180 an und verdunkeln den Bildschirm wieder ein Stück. Hier habe ich einen Wert von grün, rot und blau auf minus 50 gemacht. Diesen Vorgang wiederholen wir mit 240 und hier tönen wir den Bildschirm auf rot, grün und blau auf minus 68. Jetzt haben wir den dunkelsten Wert erreicht und stellen nun einen Schalter, den wir Nacht nennen, auf an. Somit wissen wir, wann es in unserem Spiel dunkel ist. Damit könnte man zum Beispiel einen Itemshop nachts schließen. Den Schalter schalten wir vor der Bildtönung auf an. In den nächsten Else-Fall geht es weiter mit der Variable 300. In der Bedingung löschen wir den Schalter und ändern die Bildtönung wieder auf Rot, Grün und Blau minus 50, da es jetzt wieder heller wird. Das gleiche machen wir jetzt mit 360 und die Bildtönung auf Grün und Blau auf minus 34 und Rot auf 0.
Hier fügen wir noch ein, dass der Schalter Nacht wieder ausgeht, da die Nacht jetzt wieder vorbei ist. Wenn ihr die Nacht länger machen wollt, müsst ihr zwischen Schalter an und aus den Abstand zur nächsten Variable vergrößern. Damit könnt ihr die Länge der Nacht kontrollieren. Jetzt kopieren wir die bedingte Abzweigung wieder und ändern sie auf 420. Die Bildtönung ändern wir auf Rot auf 0, Blau auf minus 17, Grün auch auf minus 17. Und jetzt machen wir das Ganze mit 480. In dieser Bedingung wird nur die Variable Tag und Nacht wieder auf 0 gesetzt. Und der Tag beginnt wieder von vorne. Nun gehen wir wieder zurück auf unsere Map und erstellen einen Parallelprozess und schalten den Schalter Tag und Nacht auf an, damit der Tag- und Nachtwechsel starten kann. Schaltet noch Selbstschalter A an und erstellt eine zweite Seite und macht einen Haken bei Selbstschalter an. Jetzt machen wir einen Testlauf. Jetzt ändert sich jede Sekunde die Variable auf plus 1. Wenn sie 60 erreicht hat, wird der Bildschirm getönt. Das gleiche bei 120 und so weiter. Dies funktioniert ohne weiteres auf allen Maps, ohne dass ihr was ändern müsst. So, das war es jetzt mit dem neuen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das alte Tutorial werde ich jetzt noch umbenennen in 2000, 2003. Und dieses Tutorial ist das aktuelle für den MZ und für den MV. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ansonsten, bis dahin, tschüssikowski.